Trainspotting-Videos geben, nein, auch Themen über die Eisenbahn, über den Beruf des Lokführers, über meine Ausbildung zum Lokführer und des Weiteren werde ich auch berichten über verschiedene Reisen, die ich machen werde. Das beginnt jetzt im Sommer schon mit einer Hamburg-Reise, einer einwöchigen, und da werde ich euch auch mitnehmen und auch mal berichten, was so passiert und wie die Reise auch verläuft. Ja, ich habe mir auch verschiedene Themen überlegt. Thema Nummer 1, Videothema ist Bahnmax. Das sind dann die Reisen zusammen über den Lokführer, über meine Ausbildung, über mein Leben auch. Thema Nummer 2 heißt Bahnthemen. Da gehe ich spezifisch auf verschiedene Bahnthemen ein, zum Beispiel Güterzugbauarten und solche Sachen. Bau ein von Loks. Dann Bahnnews. Da wird es darum gehen, Neuigkeiten im Bahnverkehr zu berichten. Und ja, weiterhin natürlich die Transporting-Videos und Mitfahrten. Ich hoffe, ihr habt dann Spaß auf dem Kanal. Und ich würde mir auch wünschen, wenn ihr unten in die Kommentare mal eure Meinung dazu reingeben würdet und auch Ideen, was ihr gerne sehen möchtet. Und ja, dann bis später. Der Zug ist, also beziehungsweise nicht der Zug, der Wagen ist komplett leer. Und das Beste, er ist vollständig klimatisiert. Es ist angenehm. Draußen sind über 30 Grad. Und hier drin ist es schön angenehm. Hier unten, da oben. Beste Klima. Ja, also, besser kannst du nicht laufen. DB Regio dafür. Daumen hoch. Weiter so. Die Anzeige geht übrigens nicht. Wir sind schon in Önau. Ne. Und dann habe ich mich über meinen Platz. Das Schöne ist, ich habe auch einen kleinen Tisch, Steckdosen. Da kann man alles schön machen, ja. Arbeiten. So, ich befinde mich jetzt hier in Jüterbog. Habe auch jetzt schon ein paar Aufnahmen bekommen. Und ja, mal sehen, was so wird. Es hat sich gerade eine Wolke vor die Sonne gehoben. Also es ist jetzt gerade nicht so heiß, ehrlich gesagt. Und es wird auch ein kühles Lüftchen. Mal schauen, was noch so kommt. Achtung, Gleis 1, eine Zugfahrt. Jetzt in Beelitz Stadt. Ich bin hier einfach mal gefahren, einfach mal um wieder in einem kühlen Zug zu sein, weil es war dann echt ganz schön warm. Ich gucke mal auf das Handy. Mittlerweile haben wir es 37 Grad und deswegen musste ich einfach mal in den kühlen Zug rein, bitte abkühlen. No, und jetzt kommt dann in ca. 10 Minuten der Gegenzug und ich fahre wieder zurück nach Jüterbog. So, ich befinde mich jetzt wieder auf der Heimfahrt. Also es war ein schöner Tag, schöne Aufnahmen gemacht. Am Ende nochmal der AKE Rheingold Sonderzug Richtung Berlin. Der ist kurz vor der Abfahrt meines Zuges hier vorbeigefahren, glücklicherweise. Ja, also war erfolgreich. Auch mal Grüße an Dominik, der die letzte Stunde mit dabei war. Und dann geht's ab nach Hause jetzt. War schon ganz schön anstrengend, doch
durch die Hitze war es wirklich kaputt. Ich habe jetzt von der zweiten Flasche fast leer getrunken. Nächste Station, Zellendorf. Mitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Immer wenn ich mich jetzt hin will, kommt so eine Ansage. Ich weiß auch nicht, warum das liegt. Also bis später.